Leute, grüße euch zum neuen Video. Heute geht's um dieses kleine Teil. Kommt von Gardena, nennt sich Aquacount. Und was der Kleine so drauf hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Wie eingangs schon erwähnt, geht es heute um was ganz Kleines. Kommt von Gardena. Viele werden ein Gardena-System daheim haben, einen Schlauch vielleicht oder eine Gartenpumpe oder irgendwie irgendwas Ähnliches. Ein Gardena-Teil hat eigentlich jeder, der einen Garten hat, hat irgendwann schon mal mit Gardena irgendwas zu tun gehabt. Heute geht es, wie gesagt, um diesen Aquacount. Das ist ein Wasserzähler, den ihr in eure Wasserleitung bzw. in eure Verschlauchung, kann man Verschlauchung sagen, in eure Verschlauchung mit einarbeiten könnt und ihr seht dann, welchen Wasserverbrauch ihr habt und das tatsächlich in vier verschiedenen Versionen. Wir können einmal den gesamten Wasserverbrauch der Saison uns abrufen. Das heißt, wenn ihr im März anfangt und im September aufhört mit Gießen oder mit Wasserverbrauch im Garten, dann wisst ihr genau, wie viel ihr dann verbraucht habt. Ihr könnt das natürlich auch jederzeit resetten. Ihr habt auch die Möglichkeit, den Tagesverbrauch euch anzugucken. Das heißt, das wird einmal nochmal extra gezählt. Das könnt ihr dann auch resetten, logischerweise, sonst macht ja auch keinen Sinn. Dann können wir die Durchflussrate in Litern tatsächlich auch bestimmen. Das heißt, im Moment laufen vielleicht 10 Liter durch den Schlauch. Keine Angst, wir probieren das auch gleich alles nochmal aus. Und ihr habt noch die Möglichkeit, einen exakten Verbrauch euch anzeigen zu lassen. Das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, wenn ihr empfindliche Blumen habt und die brauchen am Tag 2,8 Liter Wasser oder sowas. Dann könnt ihr das nochmal extra in einer anderen Funktion dann euch auch abrufen lassen. So sieht das Ganze dann erstmal aus. Das heißt, ihr könnt das direkt am Wasserhahn installieren oder ihr könnt das auch auf der Schlauchseite, das heißt mit der Seite, wo ihr unterwegs seid, dann auch adaptieren, dann runterhängen und dann könnt ihr natürlich sehen, wie viel Wasser da jetzt gerade durchgeflossen ist. Ansonsten wäre es ja eigentlich ist es am Hahn, macht das wenig Sinn, muss man sagen, außer wenn man den gesamten Wasserverbrauch pro Tag oder pro Saison nur braucht. Aber ansonsten macht das natürlich mehr Sinn, das dann vorne an der Tülle zu haben oder an der Multibrause. Zu Multibrausen von Parkside habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht. Ich verlinke es euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Das Produkt ist übrigens auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch da so auf Kosten zwischen 20 und 30 Euro einstellen. Den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch dann dort in der Verlinkung abrufen. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr das vorne am Schlauch montiert, dann haben viele Angst, oh, das ist ein Computer, der ist bestimmt schwer und sowas. 80 Gramm wiegt das ganze Teil nur. Das ist also nicht wirklich viel. Und von der Abmessung können wir sagen, ungefähr 7 cm mal 6 mal 12 cm. Auf einen Millimeter wird es uns da jetzt sicherlich nicht ankommen. Und es ist auch wirklich kinderleicht zu bedienen, denn wir haben hier nur eine einzige Taste drauf und vier Funktionen letztendlich. Und wenn wir die Taste dann länger drücken, dann können wir das Ganze natürlich resetten. Wir haben die Möglichkeit, das auch draußen irgendwie liegen zu lassen. Dann solltet ihr vielleicht im Winter reinnehmen, wenn da irgendwie noch Wasser irgendwie drin ist oder was. Dann kann das natürlich auch zu Schäden führen. Aber grundsätzlich gibt Gardena hier an eine Frostsicherheit und eine UV-Stabilität. Das ist ja mitunter ganz wichtig, weil gerade wenn das Plastik, oder Plastik darf man ja auch nicht mehr sagen heutzutage, man muss ja Kunststoff sagen, dass Kunststoff ansonsten aufplatzt, wenn das lange in der Sonne liegt. Ja, ansonsten recht unspektakulär, das kann ich euch noch zeigen. Jetzt packen wir es mal aus. So eine Knopfzelle ist natürlich auch gleich mit drin. Dann ist noch so eine kleine Bedienungsanleitung mit drin. Und wenn ihr euch mal recht entsinnt, je nachdem wie lange ihr hier auf dem Kanal schon dabei seid, es ist so, es gab so ein ähnliches Teil mal von Parkside. Und bei Parkside, naja, das hatten wir dann auch ausprobiert. Ich verlinke euch dieses Video dann auch mal unten in der Videobeschreibung. Dieses Gerät, was ich hier zugeschickt bekommen habe, das scheint allerdings schon irgendwo mal gebraucht worden zu sein. Hier steht ja auch jetzt 29,8 Liter. Total, also sind schon mal 30 Liter durchgeflossen und das Display ist hier auch verschrammt. Oder ist da noch ein Display-Schutz drüber? Ich sehe das jetzt gar nicht so. Nö, ich denke, das Display ist hier verschrammt. Aber, na gut, hat vielleicht dann einer zurückgeschickt und die haben das einfach als neu wieder eingelistet, wie auch immer. Wenn ihr das bei Amazon zum Beispiel bestellt, da sollte das eigentlich dann nicht vorkommen. Und ihr seht hier, ich kann hier, wenn ich hier auf die Taste drücke, dann tatsächlich hier die einzelnen Funktionen durchseppen. Und wenn ich jetzt hier etwas länger drücke, dann resettet er sich und dann geht er hier auf Null. Also eigentlich intuitive Bedienung. Nummer 2 steht dann hier für den Gesamtverbrauch im Jahr. Und ansonsten erklärt sich das eigentlich dann alles von alleine. Steht auch im Display dann auch nochmal mit drin. Ansonsten habt ihr hier oben drauf dann den ganz normalen Gardena-Anschluss. Hier fehlt allerdings,
Hier unten fehlt allerdings jetzt auch der Anschluss, also das Teil war auf jeden Fall schon mal irgendwie gebraucht. Hier fehlt dann dieser Nippel, den habe ich allerdings da, den drehe ich da gleich mal drauf, womit wir dann hier den zweiten Schlauch anschließen können, damit dann eben auch hier etwas angezeigt wird. So, jetzt schaut mal, einen Adapter habe ich hier gefunden. Ich habe hier auch eine Tülle oben schon drauf gesetzt. Die Gartenpumpe läuft auch schon. Die hat sich gerade abgeschaltet. Da ist ein Druckschalter mit dran. Und ich habe jetzt hier mal Liter total. Ich glaube, es ist grundsätzlich verkehrt rum angeschlossen. Also der Schlauch müsste in dem Fall letztendlich von hier kommen. So ist es hier auf jeden Fall tituliert. Ich sehe allerdings, dass das so rum auch funktioniert. Und so ist es natürlich dann jetzt für mich in dem Fall einfacher abzulesen. Was mir auch aufgefallen ist, das ist hier ein völlig anderes Modell, wie die Verpackung versprochen hat. Das heißt hier tatsächlich irgendwie jemand betrogen und hat ein altes Gerät irgendwie zurückgeschickt. Das hat man ja auch gesehen, dass das Display hier total zerkratzt ist und hat sich das sicherlich vom Händler wieder auszahlen lassen. Und der Händler hat vielleicht einfach nicht nachgeguckt und hat mir das dann weitergeschickt. Ich werde dem Händler auf jeden Fall dann auch nochmal ins Gewissen reden müssen. Das sind nicht die Händler, die ich euch jetzt unten verlinke. Also ich gebe euch da andere Quellen, dass euch das dann nicht auch noch widerfährt. Grundsätzlich hat das Gerät allerdings die gleichen Funktionen, außer dass diese Taste dann jetzt hier bei der neuen Version an dieser Seite hier ist. Sollen wir es aber mal in Betrieb nehmen. Ihr seht auch, das Display schaltet nach einiger Zeit dann automatisch ab. Hier tropft es irgendwie noch raus. Ich denke mal, das war wohl der Hauptgrund, warum er das zurückgeschickt hat. Kriegt das hier auch an dieser Stelle gar nicht dicht. Ist jetzt egal. Grundsätzlich geht es uns jetzt hier um die Funktionen, was das Teil hier bringt. Jetzt drehe ich hier vorne mal auf. Und dann seht ihr, fängt der Zähler sofort an hier mit dem Wasserzählen. Und jetzt habe ich schon einen Liter durch. Und ihr könnt das natürlich auch nochmal nachmessen, ob das alles so passt. Nehmt einfach irgendwie aus der Küche einen kleinen Messbecher und dann füllt ihr mal einen Liter ab. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht noch irgendwie hier umstellen kann. Nun haben wir hier, ich habe eben schon mal was abgelassen, die totalen Liter pro Saison. Das sieht dann so aus. Und dann haben wir hier 5,5 Liter, 5,6 Liter. Das zählt dann eben langsam hoch. Das deckt sich allerdings natürlich mit dem ersten. Das heißt, das ist jetzt nur der Gießabschnitt. Das erste, was wir gesehen haben, ist der Tagesabschnitt. Und das zweite, was wir gesehen haben, ist dann der Jahresabschnitt bzw. der Saisonabschnitt. Und dann haben wir hier nochmal den Durchfluss pro Minute. Und das hatte ich schon richtig geahnt. Das geht hier mit 10 Litern los. Wenn ich das vorne mal so ein bisschen mehr dicht mache, oder ich drehe das mal hier einfach so ein bisschen zu, dann müsste sicher das auf jeden Fall minimieren. Das macht es auch. Schaut mal. 7,8, 6,3, 5,1. Also das Teil hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und wer da über seinen Wasserverbrauch informiert sein möchte, für den ist das sicherlich die richtige Wahl. Und ich denke mal, für ungefähr 20 bis 30 Euro, ich habe euch ja vorhin schon was zu den Preisen gesagt, ist das auf jeden Fall erschwinglich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat und wenn euch das Produkt zugesagt hat und ich euch vielleicht auf eine Idee gebracht habe damit, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.